Elvis lebt, vor allem in der Erinnerung von drei älteren Sängerinnen. The Sweet Inspirations haben den King of Rock'n'Roll leibhaftig erlebt. 8 Jahre lang auf den Bühnen dieser Welt. Sie kennen die Exzesse und die Ekstase des Sängers. Am kommenden Samstag zeigen die stimmhaften US-Damen in Dortmund, was sie heute noch drauf haben. Natürlich mit Elvis. Diese Damen hier sind nicht ganz unschuldig an Elvis' Welterfolgen. The Sweet Inspirations, der echte Background-Chor vom King, höchstpersönlich. Am kommenden Wochenende zu Gast im Dortmunder Casino Hohensieburg. Wir haben mit dem echten Elvis gesungen. Das war 1969, da fing alles an. Als der King uns bei einem Live-Auftritt gehört hatte, rief er plötzlich bei unserem Management an. Elvis wollte, dass wir bei seiner Comeback-Tour als Hintergrundchor auftreten. Klar haben wir sofort Ja gesagt, obwohl wir zuerst überhaupt nicht viel von diesem Mann und seiner Arbeit wussten. 8 Jahre lang waren die Ladies die Schatten von Elvis. Kreuz und quer tourten sie mit dem King durch die Staaten und erlebten, wie Elvis eine einzigartige Bühnenshow präsentierte, die zu dieser Zeit einfach unglaublich, ja völlig durchgedreht war. Bei den Konzerten war es wichtig, dass wir mit Elvis immer in Augenkontakt blieben. Denn wenn er einmal richtig in Fahrt kam, wussten wir nie, was er als nächstes vorhatte. Den tragischen Tod ihres Idols 1977 haben die Sängerinnen nie ganz überwunden. Eigentlich wollte der Background-Chor nie mehr Elvis-Songs singen. Doch irgendwann brach der King-Virus wieder aus. Seitdem tourt die Truppe durch die Welt. Am kommenden Samstag gibt es nun die Premiere. Noch nie durfte ein Elvis-Imitator gemeinsam mit dem Chor singen. Oliver Steinhoff aus Dortmund darf und ist überglücklich. Für den Auserwählten eine ganz, ganz große Ehre. Doch den echten King werden die soligen Goldkehlchen nie vergessen. Schließlich war Elvis nicht nur ihr Arbeitgeber, sondern ein echter Freund, der immer großzügig war. Hier, das haben wir von Elvis geschenkt bekommen. Einen Armreifen, auf der Vorderseite stehen unsere Initialen und eine Inschrift gibt es auch noch, das Eichhörnchen. Wir Mädels haben Elvis so genannt, weil er immer so schön auf der Bühne herumwackelte. Die Musik von Elvis weiterleben lassen. Die drei Damen haben sich das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Schließlich hat der King bis heute seine Fangemeinde.